Hallo meine lieben Gamer, heute vergleichen wir mal das Logitech G29 Lenkrad mit dem Nachfolger, dem Logitech G923 Lenkrad. Und ja, ob sich es lohnt, das neuere oder doch lieber das ältere Wheel zu nehmen. Los geht's! Das Logitech G29 ist ja wohl mit das beliebteste Lenkrad im Racing-Sektor, sei es auf Konsole oder auf PC. Das Lenkrad ist allerdings auch schon wieder ein bisschen älter. Es ist ja von 2015, glaube ich, ist es erschienen. Und 2020 ist jetzt eben ein Nachfolger herausgekommen, nämlich das Logitech G923. Die beiden Wheels sind sich erstaunlich ähnlich, nahezu identisch, wenn man nicht genau hinguckt. Und bevor ich jetzt ins Detail gehe, noch vorab ein Hinweis. Vormals war es ja so, es gab das G29, das hier, und das G920. Das G29 war das PS4-kompatible Lenkrad und das G920 war das Xbox-kompatible Lenkrad. Jetzt haben wir für das G923 nur noch ein Modell, und zwar das ist entweder in der Version für die PS4 oder für die Xbox One erhältlich. Für den PC sind beide kompatibel, das ist völlig egal, welche Version ihr nehmt. Ebenso sind beide kompatibel für die kommenden Konsolen, für die PS5 und die Xbox Series X. Das erste fällt erstmal auf, der Lenkradkranz ist identisch. Es ist auch genau dasselbe handgenähte Leder, das genauso zum Einsatz kommt. Es ist derselbe Durchmesser, es sind 28 cm Durchmesser. Ihr habt oben denselben identischen Metallring. Und was sich eben groß geändert hat, ist beispielsweise das Logo. Jetzt beim neuen G923 gibt es eben das große G von Logitech G für die Gaming Series. Und vorher war es eben ein PlayStation-Logo, das zumindest beim G29 dabei war. Auch die Tasten und die Tastenanordnung ist identisch. Es sind exakt dieselben Bedienelemente, die ihr an beiden Geräten habt, nur mit dem kleinen Unterschied, dass es beim G29 noch ein bisschen bunter war, beispielsweise der Drehring, der Setup-Ring, der ist jetzt eben dann nicht mehr rot beim neuen, sondern eben in schwarz bzw. in einem Dunkelgrau gehalten. Ansonsten sind die Bedienelemente allesamt identisch, bis hin zur PlayStation-Taste. Schauen wir gleich mal auf die Rückseite des Wheels zu den Schaltwippen. Wir haben exakt dieselben Schaltwippen beim alten wie beim neuen. Die fühlen sich genauso an. Es ist genauso dasselbe Metall. Nur eben beim neuen 923 ist es schwarz gefärbt und nicht mehr blanko. Ansonsten selbes Gefühl. Auch beim Drehen ist genau dasselbe Gefühl und auch dasselbe, ja, ich sag mal, Betriebsgeräusch. Man hört das Wheel, wenn man es dreht. Und das ist beim neuen wie beim alten. Liegt natürlich auch daran, es ist die identische Lenkradtechnik, die hier drin ist. Im Inneren von der Base sind zwei Elektromotoren verbaut, die per Zahnrad mit dem Wheel eben verbunden sind. Deshalb gibt es auch die identische große Basis. Der einzige Unterschied an der Basis ist eigentlich, dass es beim alten Modell noch das Logitech-Logo gegeben hat. Und beim neuen ist nur noch das G-Logo drauf vermerkt. Ansonsten sind die Dinger größenmäßig baugleich. Nur beim neuen gibt es den kleinen Hinweis auf das TrueForce-System. Es ist sogar die Lenkradbefestigung ist sogar identisch, mit dem ihr das Lenkrad anschrauben könnt. Das ist genau dasselbe System. Ganz genauso verhält es sich an der Unterseite des Wheels, denn hier befindet sich eine relativ raffinierte Kabelaufwicklung und auch die Anschlüsse für beispielsweise die Pedale oder für den separat erhältlichen Shifter. Und hier könnt ihr auch entsprechend die Kabel aufwickeln oder eben auswickeln und die können dann eben durch so einen Kabelkanal an der Vorderseite des Wheels herausgeführt werden. Sehr, sehr praktisch und eben beim alten wie beim neuen genauso identisch. Auch wieder mit an Bord sind die LEDs für die Drehzahlanzeige, die euch eben den korrekten Schaltpunkt angeben. Da haben sich allerdings die Farben geändert. Vorher beim G29 waren die Farben grün, gelb, rot. Nun sind sie grün, rot und dann blau. Beide Wheels haben einen maximalen Lenkeinschlag von 900 Grad. Und wie erwähnt, da es eben dieselben Motoren verbaut sind, ist das Fahrgefühl auch identisch. Allerdings mit dem kleinen Unterschied. Das neue G923 hat eben dieses TrueForce-System, das allerdings nur bei bisher relativ wenigen Spielen funktioniert, beispielsweise bei Gran Turismo Sport, bei Assetto Corsa Competizione
und auch bei Grid. Am PC ist auch noch iRacing kompatibel. Jetzt ist natürlich die Frage, was tut dieses TrueForce-System? Logitech bezeichnet das selbst als HD-Force-Feedback. Und grundsätzlich ist es eigentlich ein zusätzlicher Effekt, der am Lenker anliegt, zusätzlich zum normalen Force-Feedback. Und der Effekt basiert quasi auf dem Spielsound und überträgt den Spielsound in Vibrationseffekte, die ihr dann am Wheel eben merkt. Normalerweise habt ihr, wenn ihr einlenkt, merkt ihr einen gewissen Gegendruck am Wheel. Und jetzt zusätzlich gibt es einen Vibrationseffekt, der das Motorenbrummen simuliert und das auch euch eben entsprechendes Gefühl gibt am Wagen. Selbst wenn es gerade ihr gerade ausfahrt, habt ihr trotzdem eine Vibration am Lenkrad. Eigentlich genau auch wie bei einem echten Lenkrad, wo ihr eben auch eine gewisse Vibration allein vom Motor, vom Fahrwerk, vom gesamten Auto eben spürt. Das wird eben durch dieses TrueForce simuliert. Es gibt allerdings ein Problem mit der ganzen Technik. Und zwar ein Problem, das es schon beim G29 gibt. Das Lenkrad ist relativ laut. Und zwar nicht nur durch die Lagerung, sondern auch vor allen Dingen, wenn Effekte anliegen. Wenn Effekte anliegen, hört man das als Schepper-Sound. Und das wird beim TrueForce-System noch verstärkt, dieser Effekt. Also ihr habt auf jeden Fall ein Lenkrad, das relativ immer wieder Geräusche verursacht. Ein altes Problem, das Logitech bisher noch nicht gelöst hat, liegt natürlich auch daran, dass sie eben jetzt keine neue Technik verbaut haben, sondern weiterhin auf eine alte Zahnradtechnik bauen. Zum TrueForce-System gibt es noch etwas zu sagen, und zwar könnte man sich ja denken, man könnte ja das alte G29 per Software upgraden oder per Firmware, dass das auch TrueForce hat. Das geht leider nicht, denn das ist einer der wenigen größeren Unterschiede. Das G923 hat intern eine andere Schaltung, eine andere Schaltplatine, die eben mehr die Motoren entsprechend neu ansteuert bzw. auf eine andere Art ansteuert. Es gibt außerdem noch einen ganz kleinen, feinen Unterschied. Und zwar beim G29 hattet ihr ja hier einen Wahlschalter an der Oberseite vom Wheel zwischen PS3 und PS4. Das konntet ihr hin und her schalten, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade spielt. Dieser Wahlschalter, den gibt es jetzt nicht mehr. Stattdessen gibt es nur noch eine LED, denn das Lenkrad erkennt automatisch, ob es sich an der PS4 oder am PC befindet und schaltet in den entsprechenden Modus um. Wenig überraschend sind die Netzteile ebenso identisch. Beide liefern 42 Watt und beide sind eben gleich groß und entsprechend sind beide auch austauschbar zwischen den beiden Wheels. Werfen wir noch einen Blick auf die Pedale. Und da könnten wir gleich ein kleines Ratespiel machen. Welches sind die neuen Pedale, welches sind die alten Pedale? Sie sind bautechnisch identisch. Der einzige Unterschied, den man sieht, ist das Logo. Das hier ist das alte Logo, also das Logitech-Logo noch dabei. Und beim neuen fehlt das Logitech-Logo, dort ist nur das G-Logo mit dabei. Ansonsten haben wir identische Pedale. Und bei denen kann ich eigentlich relativ wenig meckern, denn für ein Einsteigerlenkrad sind die Pedale ziemlich gut. Sie sind sehr massiv, das gefällt mir extrem gut. Die Pedale sind aus Metall und sie lassen sich auch justieren. Ihr könnt die Pedale nämlich abschrauben und anders wieder dran montieren an der Aufnahme. Und natürlich sind auch noch eben Gasbremse und Kupplung mit dabei. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass es ein Dreierpedal ist. Und das Bremspedal hat einen gewissen Gegendruck, einen guten Gegendruck, der sich bei beiden Modellen ein bisschen unterscheidet. Das ist der einzige Unterschied eigentlich. Das Bremspedal beim alten geht ein Stück weit rein und blockiert bzw. wird dann sehr, sehr schwer. So eigentlich, wie man sich eine Bremse vorstellt. Beim neueren geht das Bremspedal noch strenger. Ich brauche mehr Druck, um das einzudrücken, und dann wird es noch schwieriger, das weiter einzudrücken. Liegt natürlich daran auch, dass vielleicht zum einen eine bessere Feder hier verbaut ist, eine bessere Stahlfeder, und dass das vielleicht liegt auch daran, dass ich hier die alten Pedale schon länger im Einsatz habe, dass die sich schon ein bisschen abgenutzt haben, könnte natürlich auch sein. Selbst die Unterseite der Pedale ist identisch. Ihr habt zum einen Schraubenaufnahmen, um die Pedale zu verschrauben. Dasselbe gilt übrigens auch für die Wheels. Die könnt ihr auch verschrauben an eurem Simrig, beispielsweise an einem Playseat Evolution oder einem anderen Playseat. Und was ihr an den Pedalen auch noch habt, sind diese ausfahrbaren Krallen, womit ihr eure Pedale am Teppich einkrallen könnt, damit die nicht wegrutschen. Das ist nämlich ein altes sonst Problem bei Pedalen, dass die euch wegrutschen, vor allen Dingen, wenn ihr eben hohen Druck auf der Bremse drauf habt. Damit sind wir beim Fazit zwischen dem G29 und dem G923. Beide Wheels sind überraschend ähnlich.
sei es jetzt äußerlich, von der Bauform, vom Fahrgefühl oder auch eben vom Force-Feedback. Der einzige große Unterschied ist eben das TrueForce-System, das aktuell beim G923 nur von wenigen Titeln unterstützt wird, leider. Und so gesehen ist das G923 eigentlich das bessere Lenkrad im Vergleich zum G29. Es gibt nur ein wesentliches Problem dabei, das ist der Preis. Der offizielle Preis von beiden Geräten ist ja 400 Euro inklusive Pedale. Aber das G29 ist marktpreistechnisch eher auf dem Weg, um die 250 Euro zu haben. Das G923 ist aktuell immer noch 400 Euro. Ergo, naja, ist das G29 halt immer noch das bessere Einsteigerlenkrad, einfach wegen dem Preis. Der Aufpreis von, sagen wir jetzt mal, 150 Euro lohnt sich nicht allein für dieses TrueForce-System. Da lohnt sich das Upgrade nicht. Wenn das G923 mal wirklich günstig zu haben ist, mit günstig meine ich um die 300 Euro oder von mir aus auch darunter, dann ist das auf jeden Fall eine absolut empfehlenswerte Alternative. Bis dahin würde ich allerdings weiterhin beim G29 bleiben. Vor allen Dingen auch Besitzer, die ein G29 haben oder auch ein G920 auf der Xbox, die können weiterhin hier das weiter betreiben. Da lohnt sich das Upgrade überhaupt nicht. Und wenn ihr irgendwas sucht in dieser Preis-Range von 400 Euro, würde ich eher noch ein bisschen was oben drauf legen und dann zu Alternativen schauen, wie zum Beispiel Fanatec oder Thrustmaster. Beispielsweise das Fanatec CSL Elite ist ein sehr, sehr gutes Lenkrad, das eben natürlich jetzt auch 500 Euro kostet, aber nichtsdestotrotz natürlich ein erheblich besseres Force-Feedback bietet als die beiden Jungs hier. Und das, meine lieben Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und dann sieht sich dann gerne beim nächsten Mal wieder hier auf diesem Kanal. Macht's gut und bis dahin.